Mensch, Amelie, was machst du denn da? Unsere Klaro-Tabs muss man nicht auspacken. Wirklich nicht? Okay, wie ihr merkt, gibt es einiges zu klären. Aber zum Glück bin ich zu Besuch beim Klaro-Laborleiter Christoph Brudel. Hallo Christoph. Hallo Amelie. Bevor wir anfangen, vielleicht noch kurz Safety First. Schutzbrille auf, denn wir sind im Labor. Kittelt sich auch gerne an. Genau. Jetzt musst du mich aber abholen, ich verstehe es nicht ganz. Diese Hülle löst sich selber auf. Genau. Sie löst sich selber auf, sehr schnell, und ist innerhalb kürzester Zeit auch in der Umwelt dann abgebaut. Okay, das musst du mir bitte beweisen. Natürlich habe ich für das schon etwas vorbereitet. Wir haben hier zwei Wasserbehälter mit einer Indikatorlösung. Die färbt dann einfach, sobald sich das Tab auflöst, die Inhaltsstoffe, die werden gleich freigesetzt und färbt die Lösung pink. Dann sieht man das alles ein bisschen besser. Da kann man einfach jetzt, kannst du gleich, einen Tab mit der Folie reinschmeißen. Das ist ein echter Tab. Und dann schauen wir zu. Sieht man natürlich auch, wie man es erwarten kann, wenn man es Pulver dosiert, werden die Wirkstoffe natürlich umso schneller frei. Dosiert man das Tab, hat man natürlich die einheitliche Dosis, aber du hast natürlich nicht überdosiert, wie jetzt hier zum Beispiel. Wie du siehst, Wirkstoffe werden nach der Reihe freigesetzt, man kann auch ein bisschen umrühren. Was ist denn die Grundrezeptur von dieser Folie? Kann man dazu überhaupt Folie sagen? Natürlich, es ist eine Blasfolie und es ist ein, eben wie gesagt, ein leicht biologisch abbaubares Polymer, in dem Fall Polyvinylalkohol. Und der ist relativ leicht synthetisiert und auch während der Produktion schon wirklich nicht irgendwie umweltbelastend hergestellt worden. Und wie kommt man auf so eine Idee? Das ist die Idee von unserem Gründer und Chef Sepp Diegruber. Der hat es am Markt einmal gesehen und hat sich gedacht, das könnten wir eigentlich für unsere Geschirrspültabs auch verwenden. Das heißt, kein Aufreißen mehr, Nein. Keine Rückstände im Wasser, in der Spülmaschine oder auf dem Geschirr. Eine ziemlich tolle Erfindung, würde ich sagen.